hatten eigentlich den Wunsch, sich zu verdreifachen im Europäischen Parlament. Sie haben zwar Stimmen hinzugewonnen, aber dieses Ziel, sich zu verdreifachen, das haben Sie klar verfehlt. Wie ist denn die Gefühlslage bei der FDP? Ja, guten Morgen erstmal. Ja, das war eine Nacht, ein Wahlergebnis mit Licht und Schatten. Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, uns verdreifacht nicht erreicht. Das betrübt uns natürlich. Wir haben ordentlich zugewonnen. Das ist richtig. Wir haben vor allen Dingen auch im Europäischen Parlament jetzt eine liberale Fraktion mit etwas über 100 Abgeordneten, die wichtig sein wird, sowohl bei Personalentscheidungen, aber auch bei der inhaltlichen Ausrichtung. Und das ist natürlich das Fund, mit dem wir jetzt auch wuchern werden. Sie haben einerseits sich klar europäisch gezeigt, aber auch immer wieder deutlich gesagt, dass Sie Reformen wollen. War das eventuell nicht entschieden genug, um mehr Wähler hier für Sie zu überzeugen? Ich glaube, aber darum muss es gehen. Wir wissen alle, dass Europa unsere Zukunft ist, dass wir nur stark sein können in Europa, in der Welt, wenn wir als Europäer zusammenhalten, wenn wir die großen Krisen gemeinsam meistern, was Klimaschutz angeht, was das Thema Freihandel angeht, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, das Thema Energiebinnenmarkt. Da müssen wir noch viel stärker sein. Das kann Deutschland nicht alleine, das kann auch kein anderes europäisches Land alleine schaffen. Aber um das erreichen zu können, müssen wir eben in Europa sehr viel besser werden. Und darum geht es genau. Das ist genau der Kern. Da müssen institutionelle Reformen stattfinden, Stärkung des Europäischen Parlaments, eine Verkleinerung der Kommission, eine Konzentration auf Aufgaben. Und dann müssen wir eben zusehen, dass wir in Europa uns nicht im Klein-Klein verlieren. Da darf es nicht darum gehen, dass aus Europa die Arbeitszeiterfassung in den Nationalstaaten geregelt wird, sondern wir müssen uns darum bemühen, in den großen Fragen wirklich ganz klar und ganz stark als Europäer, als EU aufzutreten. Das sind also Forderungen, die Sie haben, wie sich Europa verändern soll. Wie soll sich denn die FDP verändern, vor allen Dingen nach so einem Ergebnis, was, wie gesagt, hinter den Erwartungen zurückliegt? Ja, darüber werden wir in den nächsten Tagen und Wochen intensiv zu beraten haben. Wenn man mal sieht, welches Thema die Menschen in Deutschland und vielleicht auch woanders am meisten bewegt hat, dann sehen wir, das ist ja mit großem Abstand das Thema Klimaschutz. Da müssen wir sicherlich noch besser werden, dass wir unsere Konzepte, unsere Ideen dann auch tatsächlich kommunizieren können. Ich glaube, dass wir da sehr, sehr gute Konzepte haben, dass wir mit dem Zertifikatehandel, das ein Instrument ist, mit dem man den CO2-Ausstoß wirksam verknappen kann, dass das ein gutes Instrument ist, dass wir das aber noch viel besser erklären müssen. Das ist komplex, das ist kompliziert, aber ich glaube, dass wir haben wir die besseren Ideen als die platte und einfache Idee, einfach nur eine CO2-Steuer einzuführen, bis die Große Koalition ja vorhat. Das wird nicht dazu führen, dass CO2 irgendwo eingespart wird, das wird einfach nur dazu führen, dass Energie teurer wird, das wird die soziale Problematik verschärfen. Das sind zu einfache, zu platte Antworten. Das Problem ist komplexer und da müssen wir in der Kommunikation noch besser werden. Haben Sie denn auch mal auf die anderen Staaten in der Europäischen Union geschaut? Denn insgesamt hat ja die liberale Fraktion jetzt zum Beispiel dann auch mit der Liste von Emmanuel Macron in Frankreich hinzugewonnen. Genau, insgesamt sind wir sehr stark geworden. Darüber freuen wir uns natürlich, weil darum geht es am Ende ja auch. Das war ja auch immer unser Ziel, hier in unserem Wahlkampf zu sagen, wir wollen so stark werden im EU-Parlament, dass wir die faktische große Koalition aus SPD und CDU, also den Konservativen und den Sozialisten in Europa, dass wir die aufbrechen können. Die besteht ja seit 40 Jahren faktisch und das ist uns gelungen. Die große Koalition hat ihre Mehrheit verloren, wird auf andere Partner angewiesen sein und das ist ja für uns auch genau der Hebel, wo wir sagen, da können wir unsere inhaltlichen Forderungen und unsere Forderungen, was auch Reformen in den Institutionen angeht und was auch inhaltliche und personelle Entscheidungen angeht, dann auch anbringen. Ein Wunsch, weswegen Sie ja dann auch stärker werden wollten, war ja auch einen bestimmten Einfluss auf den EU-Kommissionspräsidenten zu haben, beziehungsweise Ihre Wunschkandidatin ist eine Frau. Wie sehen Sie dort jetzt Ihre Chancen nach dieser Wahl? Man muss ja klar sagen, dass bei den Verlusten, die gerade auch die Konservativen und die Europäische Volkspartei eingefahren haben, dass es da schwer wird für Manfred Weber, seinen Anspruch auf das Amt des Kommissionspräsidenten aufrechtzuerhalten. Wir haben mit Margrethe Vestager eine liberale Kandidatin, die möchte, die will, die auch ihren Hut in den Ring geworfen hat, die schon als Wettbewerbskommissarin gezeigt hat, dass sie sehr durchsetzungsstark ist, dass sie sich auch traut, mit den Großen anzulegen. So eine Frau an der Spitze der Kommission wäre jetzt genau die richtige und unsere Unterstützung hat sie dafür.
Das ist jetzt eine personelle Frage, wenn wir inhaltlich schauen. Und Sie wollen jetzt mit Emmanuel Macron zusammen eine Fraktion bilden, der ja aber zum Beispiel auch solche Ideen hat wie einen europäischen Mindestlohn oder ganz klar dafür ist, dass es weiterhin zwei Sitzungsorte des Europäischen Parlaments in Brüssel und in Straßburg gibt. Wie können Sie sich dort inhaltlich einigen? Da geht es uns vor allen Dingen erstmal auf die großen Linien zu gucken und das sind Partner, dazu gehört auch Emmanuel Macron, dazu gehören auch andere liberale Parteien in Europa, die mutig den Weg zu Reformen gehen wollen und das ist das, was uns eint, das ist das, was uns zusammenschließt, das ist ja auch die Basis unserer Zusammenarbeit und da sind wir stark und da wollen wir auch unseren Einfluss nutzen, dass es dann natürlich auch in einzelnen Fragen unterschiedliche Haltungen gibt, das ist ja nichts Neues, das zieht sich ja auch durch die Parteienfamilien aller im Europäischen Parlament vertretenen Gruppierungen. Das ist ganz normal. Das würde ich auch nicht in den Vordergrund stellen. Es geht ums große Ganze und da wollen wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und da haben wir jetzt eine starke Fraktion, mit der wir das auch schaffen können. Gestern hat ja auch Bremen die bremische Bürgerschaft gewählt. Jetzt steht Jamaika im Raum. Bereuen Sie jetzt in der FDP so den einen oder anderen Angriff auf die Grünen? Es ist immer wichtig, dass man sich gerade im Wahlkampf vom politischen Gegner absetzt und zeigt, wo die Unterschiede sind. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für jeden Wähler und jede Wählerin. Jamaika ist in Bremen möglich, das haben wir vor der Wahl gesagt. Das haben ja auch die Bremer Grünen nicht ausgeschlossen. Und ich hoffe sehr, dass jetzt die CDU, die ja auch ein besseres Ergebnis als die SPD eingefahren hat, dass die die nächste Regierung anführen wird, zusammen mit den Grünen und uns, den Freien Demokraten, damit es zu einem wirklichen Politikwechsel in Bremen kommt. Weil Bremen ist wirklich das Bundesland, das einen wirklich großen und radikalen Wechsel bitter nötig hat. Bremen hält da in vielen Politikfeldern die rote Laterne. Und da muss etwas passieren in diesem Land. Und das wird nur mit Jamaika gehen. Das wird nicht mit der Fortsetzung des jetzt schon nicht erfolgreichen Bündnisses sein, in dem dann sich noch die Grünen, die Linken anschließen. Frau Suding, herzlichen Dank.